Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ark Survival Evolved. Wir haben unseren Set Scout. Wir haben eben halt unser Raptorengehege fertig bekommen. Wir haben insgesamt eins. Zwei, drei, vier. Fünf Alpha-Raptoren. Das da oben sind eben halt, ja, wie soll man es sagen? Soll man eben halt sagen, ja. T-Rex eben halt. T-Rex. So weiblich. Jo, alles klar, zwei geht auf ein. Was sind das für? Ne, sind drei. Irgendwas haben die. Die Paaren. Partnerbonus. Tag 80. War das? Okay. Der da hinten ist immer aktiv am Wandern. Ich würde die eigentlich auch gerne eben halt darauf stehen, aber da die irgendwas mit dem Partnerbonus im Moment haben, würde ich es lieber lassen. Aber unser, wir können ja hier so lange rumgehen. Hier, wie gesagt, unser Alpha Raptor, den wir eben halt so hinstellen, dass er eben halt einmal rumlaufen kann. Das hier ist das Eingangstor und hier oben sind Scheinwerfer eben halt für die vorderen ja, Sachen. Schnell. Spikes. Hallo. Metall Spike Ball. Das habe ich vergessen. Klar, das ist vielleicht jetzt nicht so schlimm. Aber, lieber, das machen wir jetzt nun jetzt weg, aber, oder eben halt. Jetzt oder nie, würde ich sagen. So. So, das ist hier eben halt das Raptorengehege. Hinten haben wir hier noch. Dort, da oben, sagt eben halt. Also, wir wollen eben halt so wie im Jurassic World: einmal rüber, einmal runter, einmal rum. Und dort hinten eben halt sogar in der Wand. Also bis zur Wand sind eben halt dann auch noch Elektronen. Und hier ist eben halt ein Felsen. Und die paaren da immer noch schön. Ja, die Gehege sind immer unter Strom. Eine Tür, ich hatte doch ein bisschen kleiner gedacht. Aber am Ende wurde es doch größer. Ist nun ja auch nicht schlimm. Aber warum nicht, ne? Ich kann ja mal bei Google gucken. Ark. Eigenen Teich bauen. Nein. Kein.
Ja, das, okay, es gibt es anscheinend wohl nicht. Okay. Hallo. Alles klar, weißt du was? Ich habe eine Idee. Wir machen einmal so. Und egal. Nicht das. Gift Resources und dann machen wir das nochmal und sperren wir sie einfach ein und fertig. Ach ja, muss ich ja selber machen, ich bin auch so ein Idiot. Stroh und dies und dies und dies. So, die Foundation. Wo ist die Foundation? Pinsel. Wo ist denn jetzt die Foundation? Bin ich blind? Ah ja, da war sie. Doch! Hallo! So. Klar haben wir jetzt zu viel von wieder Unmengen von Scheiße. Zum Beispiel sind wir mit dem ganzen Stein. Soll ich damit oder damit oder damit oder damit oder damit? Das ist die Scheiße. So. Bist du männlich?
Okay, so. Wooden. Wooden Wall. Yes. So. Das und das können wir noch mal abreißen. Und trotzdem können wir noch mal, müssen wir eh wieder im Internet. So, das Fundament, das haben wir hier. Und tun es dorthin und dann. So. So. Jetzt noch das Dach. Da. So. Das Holz da finden wir auch dort wieder. So. Und wooden Catwalk. Yes. Und die Tür dazu haben wir ja auch noch. Sogar das haben wir, ne? Und selbst eine Tür aus Holz. Nice. So, jetzt wäre aber noch mal schön ein paar Fenster. Wooden Wall, Glass Door.
So. Gucken wir das nochmal. Wo? Ach, das ist bestimmt wieder hier oben. Ja, wusste ich doch. Geht man auch. Klar, man soll nun eben halt auch nicht überall reingucken können, aber wir wollen ihm halt auch gucken, ne? Okay. Tüt. Wooden wall, wooden window. Warum kommt denn diese Musik? Okay. Dann weiblich. Weiblich, wäre ich. Ja, du bist ja männlich. So. Okay. Was haben wir denn jetzt? Okay, wir haben Holz zu schwer. Okay, wir haben das zu schwer. Wir haben unnötige Scheiße. Also Öl zum Beispiel jetzt. Okay, er kommt da nicht durch. Wooden Reinforce, Wooden Door Frame. Man braucht ja eigentlich nur einmal Türrahmen. So. Dann eben halt die Tür noch dazu. Die Tür, die Tür. So. Haben wir auch eine verfickte Tür. Ups, ups, ups. Aufnahme läuft noch. Perfekt. So, jetzt aktiv wandern. Aktiv wandern. Und ich gehe durchs Fenster aus. Okay, ich gehe nicht durchs Fenster aus. Okay.
Klappt doch. Klappt doch. Ja, das ist ja perfekt. Jetzt haben wir müssen wir eigentlich nur noch das. Ja, genau, das meinte ich. Und einmal das. Holzschild und eine Flagge. Sexraum. Sexraum der Raptoren. So, dann würde ich sagen, wir können ja mal gucken. Wir haben in dieser Folge einmal die Raptoren eigentlich jetzt zu uns geholt oder zusammengebracht. Dann haben wir immerhin noch ein Loch kaputt gemacht, das Heil gemacht. Und wir haben eben halt einmal kurz das Gehege gezeigt und in dieser Folge eben halt sogar den Sexraum eben halt für die Raptoren gebaut. Und wären noch etwas. Nee, ne? Dort hinten. Oh. Und ob da jetzt was passiert ist, sehen wir in der nächsten Folge von Ark Survival Jurassic Park.